Willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Dream Land. So, ich habe jetzt nachgesehen und dieser Boss, der macht etwas, was ich wirklich ätzend finde. Man kann ihn verletzen, man sieht es aber nicht. Und zwar, indem wir hier diese Luft ausspucken. Ich muss also einfach nur geschickt sein. Genau, das war jetzt das Erste. Ich brauche einfach ein Feedback bei sowas. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ah, verdammt. Ich glaube, das ist das Beste, wenn ich diese Attacke abwarte. Und dann immer direkt auf ihn. So, wer macht's? Hopp. Ja, so klappt's am besten. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh nein! Auch, ich bin so schlecht bei sowas. Oh nein, ich glaube, das hätte ich mal wiederholen müssen. Ich hasse sowas. Ich muss es wiederholen. Da war ich jetzt zu schlecht. Oh nein! Jetzt habe ich wohl einen Balken verloren. So, nochmal. Und einen zweiten. Und jetzt wieder vorsichtig. Hä, ist vielleicht schnell. Gameboy-Steuerung war ja sowas von träge früher. Wieder vorsichtig. Mit Geduld und Spucke macht man sowas. Stimmt's? Oh nein. Und hopp schnell. So, jetzt habe ich wieder was wegbekommen. Er dreht sich wieder um. Ja, das war fies. So, bei Schema, ja. Ist das hier eigentlich ein Endboss oder ein Miniboss? Der getroffen. Oh, verdammt. Ich hoffe, es gibt gute News. Ansonsten habe ich mir zur Sicherheit einen Save-Tipp gesetzt, gebe ich zu, damit ich nicht alles nochmal spielen muss. Irgendwie bin ich heute ein bisschen schlecht drauf. Also spiele ich nicht so schlecht, aber wie ich auch gesagt habe, solche Shooter-Passagen hasse ich wie die Pest. Das war auch der Grund, warum ich bei Super Mario Land immer so schlecht war. Ich kann auch von da hinten spucken, wenn ich gerade das gut. Ich dachte, ich muss ganz nah ran. Hey, das war jetzt fies von dir. Auch von hier hinten ist das ja ganz leicht. Sehr gut. Da habe ich jetzt bereits einen Stern, das heißt, es war ein richtiger Boss gewesen. Aber jetzt sollte ich besser aufpassen. Die Bubbly Clouds. Oh. Huch. Kirby hat sich vermehrt. In einer Wolke. Und vorsichtig. Gut aufpassen. Mal eben drüber springen. Oh, ich will diese Kanone jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Siehst du jetzt oder nicht? Ducken kann ich wieder auch. Oh nein, verdammt! Hab ich das vergessen? Schweineköpfe! Die mögen es dann eingesaugt zu werden und sie explodieren. Und ich hasse sie! Hopp! Man sieht es übrigens nicht so genau, dass es Schweineköpfe sind, das sieht man irgendwie erst später. Ich habe sie früher immer die Masken genannt, weil sie irgendwie voll sind. Das war dämlich. Das war dämlich von mir. Entschuldigt. Hopp. Also jetzt muss ich aber mal besser aufpassen. Jetzt muss ich von vorne anfangen. So. Den nehmen wir. Und... Blöde Kanonenkugel. So. Ja. So. Und genau. Hey, da ist er wieder da. So. Sehr gut. Ich auch noch. Diesmal hätte ich nicht von euch gejagt. So, das ist klasse. Das hat gut funktioniert. Einsaugen. Der Liste will nicht. Ich versuche gerade mal ihn zu treffen. Ja, das war gut. Und ein Model, die mit Schirm.
Ja, den Schirm hätte ich gerne als Waffe oder den Beam oder einfach irgendwas. Weil Kirby mit den Waffen ist einfach so klasse. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nervig. Aha, so ein kleines Schema. Kommen da viele Gegner auf mich zu. Das ist immer der Nanu. Marang. Ja, ich erkenne die Gegner alle und ich weiß auch, welche Fähigkeiten sie einem geben, aber leider kriege ich hier überhaupt keine einzelne Fähigkeit. Menno. Das haben sie sich erst später ausgedacht. Ich frag mich, wer darauf gekommen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier stehen kann. Oh, nicht schon wieder. Gut, ich kann stehen. Ich vergesse manchmal, wie schwer solche alten Champions eigentlich sind. Deswegen waren sie ja auch so kurz. Weil man teilweise echt lang gebraucht hat, bis man es hingekriegt hat. Und ich habe noch nicht mal den Boss von dieser Stage erreicht. Vorsichtig. Das ist eigentlich für ein süßer Kreisel. Jedenfalls bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Das macht er nicht. Das machen nur die mit dem großen Glubschauge. Was soll das da sein? Ein Tiki? Ach, das ist Wasser. Hier nicht. Ach, das ist der Punkt, den sehe ich gerade. Vorhin gefragt, was dieses SC zu bedeuten hat. So, vorsichtig. Ich will ja nicht getroffen werden. Achso, ich höre, das ist der, macht dieses komische Wassersplash. Wo ich den Bumerang nicht sauge schein. Ich meine, ich hätte dich gerne eingesaugt. So geht's auch. Vorsichtig. Da ist schon der Bus. Und ich habe kaum Energie. Der muss natürlich drauf. War ja klar. Oh mein Gott, hat sich das getreffe? Verdammt! Gut, ich habe nur ein Leben übrig. Beobachten, Thema herausfinden. Und getroffen. Oder die schicken. Hoffen. Und nach oben fliegen. Und noch rein. Hoppla, wie bin ich jetzt wieder? Früher war ich nicht so schlecht. In solchen Spielen. Ich lebe. So, erledigt. So, mal Stern bekommen. Hallo, ich hab nur noch ein Leben übrig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist wieder so eine Shooter-Passage. Ah, wenigstens gibt es eine Limonade hier. Geh mir aus dem Weg. Ah, schon vorbei. Nur für den Bosskampf war das unendlich, wie es scheint. Vorsichtig. Fallen und saugen. Ja, ebenfalls. Hier auf diesem Bad. Was für eine Maxi-Tomate, aber gut, dass ich geflogen bin. So. Und Bombe. Vorsichtig. Aha, das Kopf. Hopp. Sieht aus, als ob wir im Sternenhimmel sind. Ich will gar nicht wissen, können die Sterne mich verletzen. Das hier ist fies, diese Lücke, da kann man ja sauleicht reinfallen. So. Und jetzt? Scheiß Viech. Also muss ich hier langsam nach oben, wie es scheint. Was ist denn das? Da kommt gerade einer. Beim Schirm. Oh. Und die nächste Tür. Und wieder getroffen. Ey, den haben wir doch eben schon mal gehabt. Achso, jetzt kann er mehr. Aber den kenne ich auch noch aus dem zweiten Teil. Aber ich weiß nicht mehr so genau, was er kann. So. Ich glaube, er konnte auch blitzen. Und eigentlich nicht so schön.
schwer sein hier. Weil mir nämlich so viele tolle Waddle Dees schickt. Und immer nur dasselbe macht. Also da war der eine. Das war aber eben schwerer. Ich bin der nächste. Noch einen bitte. Warst du leicht. So, Stern einsammeln. Stage 5, Mount Dedede. Sieht aus, als ob wir bereits in der letzten Stage sind. Ja, das ist wirklich ein Berg. Und hopp. Da bin ich endlich mal da. Muss ich jetzt alle Gegner nochmal machen? Na, danke. Aber ich werde den Part hier in diesem Part, an diesem Part. Ich meine, ich werde den Part hier an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo ich mich aussuche, welchen Boss ich wohl zuerst mache. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part.